Ja, ich glaube, es gibt nicht den eigentlichen Königsweg. Es braucht einen Mix an Maßnahmen. Aber es ist klar, wir stehen da vor einer sehr, sehr großen Herausforderung. Also Dekarbonisierung und gleichzeitig stellt man die Kernkraftwerke ab. Das gibt, ja, es ist wie gesagt eine große Herausforderung. Ich denke, die Versorgungssicherheit der Schweiz im Bereich des Stroms ist etwas unterschätzt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat vor wenigen Tagen gesagt, es sei eigentlich das größte Risiko für die Schweiz. Und mir kommt es ein bisschen vor wieder bei der Pandemie. Es steht irgendwo auf dem Papier, aber es gelingt nicht zu reagieren. Und da müssen wir vorwärts machen. Ich glaube, wir sind eigentlich da 20 Jahre schon im Verzug. Man wollte das ja Ende der 90er Jahre schon einmal machen. Und ich denke, es gibt keinen Grund, weshalb wir beim Handy wählen können und bei der Krankenkasse können wir wählen und beim Strom sind wir gebunden als einfacher Haushalt an einen Anbieter. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Wir sollten das tun. Ja, ich sehe im Vordergrund vor allem die Wasserkraft und die Solarenergie. Wind ist auch möglich, aber wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, wie irgendwie in Holland oder Großbritannien unsere Windräder offshore ins Meer zu stellen. Die Wasserkraft hat eigentlich eine große Akzeptanz. Wir sind ja auch immer stolz darauf, dass wir unsere Wasserkraft haben. Wir müssen einfach da schauen, dass nicht linksgrün, die ja vor allem die Dekarbonisierung auch will und die Kernkraftwerke abschalten will, dass da nicht der Wasserkraft immer neue Hindernisse in den Weg gelegt werden aus ökologischen Gründen. Bei der Solarenergie sehe ich eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Dort müssen wir uns dann natürlich unterhalten, wie wir das mit der Winterstromlücke handeln können. Also wie schaffen wir es eben, den Sommerstrom in den Winter zu bringen? Das ist eine große Herausforderung und wir müssen schauen, dass wir nicht am Schluss dann elektrifizieren und das Ganze mit Strom aus dem Ausland, der mit fossiler Energie produziert wurde, bewerkstelligt wird.